Für dieses Shooting verwende ich meine Canon-Kamera, ein Objektiv 24 bis 105, den Funkauslöser, um den Blitz zu steuern, beziehungsweise in weiterer Folge auch zwei weitere Blitze zu steuern. Wie das geht, habe ich dir im vorigen Video gezeigt. Das heißt, ich kann mit diesem Funksender verschiedene Blitze steuern, die Leistung regeln und somit bin ich schneller beim Fotografieren. Dann habe ich noch meinen Blitz mit der normalen Softbox und das wird jetzt wieder mein Hauptlicht. Die Conny dreht sich wieder in diese Richtung. Ich schaue, dass ich über der Achse der Nase bin, das heißt, dass ich über die Achse von der Nase drüber komme, dass ich auf dieser Seite einen schönen Schatten machen kann und mache dann mein Foto. Okay, 1, 2, 3 und sieht toll aus. Man sieht auf der linken Seite der Nase den Schatten und so hätte ich jetzt mit einem Licht ein tolles Foto. Ich habe noch zusätzlich den schwarzen Hintergrund aufgehängt, manchmal schwarz, manchmal weiß. In diesem Fall verwende ich schwarz, um hier mehr Kontrast zu haben zum Hintergrund von unserem Model. Wenn du mit mehreren Blitzen fotografierst, ist es extrem wichtig, dass du immer ein Hauptlicht hast. Ein Licht, was das ganze Motiv steuert. In diesem Fall natürlich ist das das Licht von vorne. Das heißt, ich stelle mir das Licht wieder dorthin, wo die Nase des Models hinzeigt. In diesem Fall von meiner Seite aus gesehen rechts. Kommt auf die rechte Seite. Ich gebe es in etwa 20 bis 30 cm über die Nase, sodass ich einen leichten Schatten unter der Nase bekomme und neigt es dann ganz leicht nach unten, sodass es perfekt in dieser Ebene auf dem Gesicht auftrifft. In weiterer Folge werde ich ein zweites Licht aufbauen, dass wir dann bei der Backe bzw. hier bei der Schulter eine schöne Lichtkante entsteht, um die Conny noch mehr vom Hintergrund abzuheben. Ich mache jetzt mit meinem Hauptlicht, mit einem Licht, ein Testfoto von meinem Model. Okay, 1, 2, 3. Schauen wir das an. Ist perfekt. Und jetzt nehme ich mir ein zweites Licht, das ich genau diagonal gegenüber aufstelle, um, wie gesagt, hier eine schöne Lichtkante zu zaubern und auch auf der Schulter. Das heißt, dieses Licht steht in einem gewissen Abstand, ich mache immer so 1 bis 1,5 Meter, vom Model entfernt und nehme dann eine Blitzleistung, in diesem Fall ein Achtel, und schaue mir einfach ein Foto an, wie das aussieht. Kann ich ganz kurz zu mir? Jawohl. Und man sieht schon, es ist ein sehr, sehr starkes Licht von links. Das heißt, ich finde das Licht zu stark und werde jetzt deshalb die Leistung etwas reduzieren, von einem Achtel auf ein Sechzehntel. Okay. Das sieht schon toll aus. Für mich ist es immer noch etwas zu stark. Ich gehe nochmal eine Blende nach unten auf ein 32. Jawohl. Super. Ja, ich habe hier ein schönes Gegenlicht. Die Schulter ist schön beleuchtet. Der Hals ist schön beleuchtet. Und wenn ich kann jetzt noch ein bisschen frontaler zu mir sieht, ja, okay, dann sieht man auch auf der linken Seite im Gesicht, dass ich ein tolles Gegenlicht habe und das Licht so eigentlich perfekt ist auf das Model. Das heißt, in diesem Fall mit zwei Lichtern habe ich ein professionelles Porträt gemacht. Hier kannst du Business-Porträts fotografieren, du kannst jede Art von Menschen fotografieren. Sieht extrem professionell aus und du hast mit sehr, sehr wenig Aufwand ein perfektes Porträt erstellt.